Hallo Freunde, herzlich willkommen zur Mod-Vorstellung Grünfelderland V1.0 Beta. Wenn ihr die Datei downloadet, und also die Map downloadet, erhaltet ihr die Grünfelderland bitte entpacken. Wenn ihr die entpackt habt, dann kommt ihr hier zu vier Dateien. Einmal bitte beachten, die Grünfelderland-Zip, das ist die eigentliche Karte, und den Sleep Hammock, das ist ein Schlafgestell, auf dem ihr dann eben die Nacht verbringen könnt. Ihr könnt auch natürlich irgendein anderes Objekt platzieren, in dem man schlafen kann, das ist völlig egal. In der Bitte beachten findet ihr die Anleitung, wie ihr die Standard-Singleplayer-Version der Karte umbauen könnt in eine Multiplayer-Version. Dazu muss die Item-XML einfach geändert werden. Das steht aber da drin. So, ich werde mich probieren, relativ kurz zu halten, weil es gibt einige Neuerungen, aber es soll natürlich auch nicht zu lang werden. Darum schaut euch bitte gerne die Map-Vorstellung V0.4 an auf meinem Kanal. Da erfahrt ihr schon viel Neues, weil ich möchte jetzt in der Version oder hier jetzt hauptsächlich darauf eingehen, was es eben Neues gibt auf der Karte und nicht nochmal das gleiche erzählen, was ich in der letzten Mod-Vorstellung gesagt habe. Außerdem ganz wichtig bitte, wenn ihr uns supporten möchtet mit Problemen, mit Bugs oder sonst irgendwas, dann meldet euch bitte im Discord. Den Channel dazu oder den Server habe ich euch unten in die Beschreibung gepackt. Dort findet der Support der Map statt, sonst nirgends. Wenn ihr uns auf Facebook anschreibt, kann sein, dass wir das überlesen oder dass vielleicht eure Fehler nicht richtig bei uns ankommen und dann wird es ein bisschen schwer. Darum bitte denkt dran, bitte über Discord. Vielen Dank. So, dann komme ich jetzt gleich zur Map. So, also, wenn ihr die Map in eurem Mod-Ordner habt, dann braucht ihr, wie gesagt, die Grünfelderland, die Hängematte zum Schlafen und Global Company. Und ich werde mir außerdem noch Easy Development Controls hinzufügen, damit ich ein bisschen schneller unterwegs bin. So, wie bekannt, wenn wir hier auf die Karte joinen, sind wir hier am Biergarten beim Händler. Gut, so viel dazu erstmal. Da hat sich nichts dran geändert. Wir haben hier natürlich immer noch die Höfe. Die zeige ich euch jetzt gerade mal. Wir haben hier oben Hof 1, das ist der Schafbauer. Hier haben wir Hof 2, das ist ein Getreidebauer. Wir haben hier den Hof 4, den Kuhbauern, den 5, den 4, den 3, den Kuhbauern. Den Hof 4 als Schweinebauern. Hier unten gibt es noch einen Hof, das ist der 5er. Das ist auch wieder ein Getreidebauer. Wir haben hier den Hof 6 als Werkstatt und Bauhof untergebracht. Wir haben den Hof 7, den ihr hier nebenan seht. Und wir haben hier den Hof 8, das ist das Lohnunternehmen. Und den werdet ihr sehr wahrscheinlich auch unbedingt brauchen eigentlich, wenn ihr die Version die Karte im Singleplayer spielt, weil dort sind Produktionen verbaut und die braucht man dann eben. So, damit sind wir jetzt erstmal alle Höfe durchgegangen im Schnelldurchgang. Wie gesagt, wenn ihr das genauer sehen wollt, dann schaut euch die Map Preview zur 0.4 an auf meinem Kanal, das ist gar kein Problem. So, wir haben nach wie vor 145 Felder und 18 Waldgebiete. Genau. Außerdem komme ich jetzt mal kurz zu den Verkaufsstellen. Ups, Kettensäge wollte ich nicht. Die Verkaufsstellen sind eigentlich gleich geblieben. Wir haben den Aldi, wir haben den Bäcker, den Edeka, den Holz und Michel, das ist das Sägewerk, in dem ihr nur begrenzt Rohstoffe verkaufen könnt, zum Beispiel Hackschnitzel, Holzscheite und Holzkohle. Außerdem den Lidl, den Markt und den Viehhändler. Der Viehhändler nimmt nur Stroh, Heu, Gras und Silage an. Die anderen Verkaufsstellen, die nehmen im Moment alles Mögliche an. Das wird sich aber im Laufe der Zeit noch verändern, weil da haben wir noch einiges vor.
Gut. Dann gehe ich jetzt mal kurz zu dem Hoflohnunternehmen. So, da sind wir angekommen beim Lohnunternehmen. Das ist ja bei uns gleichzeitig auch der Landhandel. Dort finden wir, ich kaufe mal gerade die Parzelle. Ah, die habe ich schon gekauft. Dort finden wir den Seedmaster für die Saatgutproduktion, den Fermenter, um Silage herzustellen, und hier die große Futtermischanlage. Da können wir gerne mal reinschauen. Futteranlage. Dort können wir nämlich zwei Sachen herstellen. Wir können Mischfutter herstellen aus Stroh, Silage und Heu, standardmäßig, und Schweinefutter aus Getreide, Ölfrüchten, Mais und Erdfrüchten. Und daraus können wir dann eben das Schweinefutter produzieren. Außerdem haben wir hier noch zwei Silos. Die sind dafür da, um Saatgut und Dünger, also Dünger ist der links und der rechts der Saatguttank, um einfach das Zeug zu speichern. Genau. Gut, dann gehe ich noch zur nächsten Produktion. Die befindet sich hier im Wald. Schön eingebettet. Hier finden wir zum einen die Festdünger, Mineraldüngerproduktion. Die ist hier. Die braucht bei uns Moment, muss ich gerade mal rein. Mist. Oder zum späteren Zeitpunkt wird dann auch Kompost hinzukommen. Diesel und Wasser, und daraus wird eben Dünger. Und was wir hier auch finden, ist die Flüssigdüngerproduktion. Das ist die aus Gülle und Wasser wird Flüssigdünger. Das ist hier in diesem Gebäude. Ja, ist schön gelegen, finde ich. Könnt ihr durch die Waldzufahrt locker easy erreichen. Gut, dann wechseln wir zur nächsten Produktion. Da geht es. Ja. Die finden wir hier in Stadt 1 in Feldkirchen. Da haben wir hier die Kartonproduktion. Klein, aber fein. Muss ich mal gucken. Kartonproduktion. Dafür braucht ihr Hackschnitzel und Empty Pallets, also Leerpaletten. Dann fliegen wir mal kurz weiter zur Dieselproduktion. Wir wollten ja zu Beginn gar keine Produktion in der Version 1 verbauen, aber jetzt sind es halt doch welche geworden. Dieselproduktion ist ganz easy, benötigt Raps und gibt dann Diesel raus. So, wir gehen weiter in den Wald. Muss ich gerade mal orientieren. Da müssen wir hier irgendwo in den Wald. Wir sind jetzt schon am unteren Kartenrand. Da finden wir zum einen hier das große Bretterpalettenwerk. Also das hier stellt Bretterpaletten her. Dann haben wir hier hinten die Leerpalettenproduktion. Die sieht so ein bisschen aus wie im 17er. Dann haben wir hier die Holzscheitproduktion. Ja, die ist hier. Und wir haben hier auf der anderen Seite noch die Produktion für Holzkohle. Genau. Das sind so die Produktionen, die hier so im Wald ein bisschen eingebaut sind und versteckt sind. Die ganzen Sachen können wir uns jetzt auch nochmal in Global Company angucken. Diesel haben wir geschaut, Fermenter haben wir geschaut, Holzkohle. Nur einen Moment, wir fangen bei den Bretterpaletten an. Aus Stroh oder Hackschnitzel als Brennstoff, also wird Energieträger sozusagen. Und Holz, also Festholz oder Hackschnitzel? Ne, das war eigentlich Festholz. Werden Hackschnitzel
und Bretterpaletten. Wenn wir jetzt in die Palettenproduktion gucken, brauchen wir hier die Bretterpaletten und daraus wird auch wieder die Empty Pellets und als Abfallprodukt Hackschnitzel. So, jetzt brauchen wir die Leerpaletten bei der Holzkohleproduktion. Leerpaletten und Hackschnitzel ergeben Holzkohlepaletten. Ei, jetzt bin ich aber ein bisschen durcheinander. So, außerdem die Holzscheitproduktion haben wir hier mit Hackschnitzel. Und Leerpaletten kommen raus. Hackschnitzel als Abfallprodukt. Die Holzscheite und als Abfallprodukt die Hackschnitzel. So, das greift alles ein bisschen ineinander. Das heißt, ihr müsst schon gucken, dass ihr da mit den Produktionen ordentlich zurechtkommt und die auch gut einsetzt. Weil sonst wird es ein bisschen schwierig. Wir möchten noch viele Produktionen verbauen. Wir haben noch einige Freigaben gekriegt. Die schaffen es aber nicht in die Version 1.0. Da müssen wir mal gucken. Wir müssen auch hier eben noch manche Sachen ausbessern. Deshalb veröffentlichen wir auch nur eine Beta, Leute. Bitte denkt daran. Eine der weiteren Produktionen seht ihr hier schon. Ja, da haben wir schon was stehen. Was genau das ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, war das jetzt schon die Erasco-Produktion? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das könnte sein. Außerdem haben wir in Kirchdorf oben haben wir noch eine Produktion stehen. Die ist aber auch noch nicht aktiv. Da fliege ich euch gerade mal hin, dass ihr die auch noch angucken könnt. Nämlich hier die Sandwich-Produktion. Die ist schon ein bisschen ausladender, die ist richtig groß geworden. Oder die ist halt so. Aber die kommt auch noch rein, die muss halt aktiviert werden, die ist noch nicht aktiv. Und wenn wir noch zu Stadt 2 gehen, ich weiß immer noch nicht die Namen, finden wir hier auch noch eine Bäckerei. Die ist aber auch noch nicht aktiv, die wird aber noch aktiv geschalten in einer der nächsten Versionen. Gut, ihr seht hier auch immer wieder so leere Parzellen sozusagen. Hier, da. In Stadt 1 haben wir noch mehr davon. Also hier hinten ist ja noch einiges frei. Da sind zwar schon Straßen und Gehwege gelegt, aber hier wird eben auch noch mit Produktion befüllt werden. Das dauert aber noch. Ja? Das möchten wir euch nicht vorenthalten. Das wird halt je nachdem noch ein paar Tage dauern oder auch ein paar Wochen. Seid uns da bitte nicht böse. Aber wir planen Großartiges mit der Karte. So, warte, lass mich mal gucken. Ich wollte euch noch so ein paar Hotspots zeigen. So, warte mal, hier drücken wir einfach J. So, ein Hotspot haben wir hier. Mit so einem kleinen Marktplatz. Und Mehmets Döner. Der war ein Wunsch von den Leuten, die mittesten. Wir hatten einfach gefragt, ob man da einen Mehmets Döner einbauen kann. Und da dachte ich, ja, komm, das mach mal einfach mal. Hier haben wir theoretisch noch so ein kleines Produktionshäuschen. Die Feuerwehr ist auch sehr schön geworden. Vielen Dank dafür. Da könnt ihr alle Türen und Fenster, nee, Fenster nicht, aber alle Türen und Tore könnt ihr hier öffnen. Davon haben wir zwei verbaut. Einmal hier in der Stadt. Und einmal in dieser Stadt hier. Außerdem sind natürlich Schilder verbaut, weil uns die Karte eigentlich, oder weil wir die Karte eigentlich fürs Roleplay von uns gebaut haben. So. Oder da, wir bauen die Karte ja für unser Roleplay. Ich
möchte euch jetzt einen Punkt noch ganz gerne zeigen, weil den fand ich, den habe ich richtig nice hingekriegt, beziehungsweise zwei Punkte eigentlich. Den möchte ich euch in der Preview jetzt nicht enthalten. Einfach damit ihr auch mal seht, was ist denn so möglich auf einer Karte? Was kann man denn alles bauen? So, da gehe ich mal gerade da unten zu dem Auto. So, nicht wundern, das Auto steht ein bisschen im Dreck. Aber das ist eigentlich nur so, weil ich den einfach hin platziert habe, um zu gucken, ob der Parkplatz hier passt. So, wir haben hier einen kleinen Waldweg. Den können wir gerade mal hochgehen. Wie gesagt, es ist alles für RP ausgelegt. Deshalb gibt es hier eben auch solche Spots. So, da müssen wir ein bisschen zickzack laufen, dass wir hier den Berg hochkommen. Und dann kommen wir hier oben eben zu so einem kleinen Aussichtspunkt. Der ist auch ziemlich schön geworden. Da sieht man einfach mal, wie groß die Karte geworden ist, weil wir haben einfach eine Vierfachkarte gebaut in knapp 3 Monaten. Und das ist schon, denke ich, aller Ehren wert. Vielen Dank nochmal hier an alle, die uns unterstützt haben, die uns Mods zur Verfügung gestellt haben und die uns geholfen haben, einfach bei der Entwicklung der Karte. Jetzt kommen wir hier auch nochmal zu der zweiten Baustelle. Oder eigentlich zur ersten Baustelle, die ich eingebaut habe. Es gibt aber noch eine. Die könnt ihr euch dann gerne selbst anschauen. Hier haben wir so einen kleinen Erdrutsch simuliert. Mit einer Umleitungsstraße. Ja, sieht, denke ich, ganz cool aus. Außerdem haben wir hier drüben noch den Grundwasserteich oder Grundwassersee aus dem Gebirge hier hinten. Auch das ist doch schön geworden, oder? So. Jo. Das sind so ein paar Aussichtspunkte. Warte mal, einen würde ich euch gerne noch zeigen. Den bin ich auch so ein bisschen stolz. Da sind wir hier schon wieder in Stadt 2. Und da haben wir hier nämlich so einen kleinen... Hier steht ja das Café am Markt. Hier haben wir so einen kleinen Marktplatz. Mit Parkplatz. Mit Brunnen. Mit Einbahnstraße. Also geht eigentlich hier lang. Und... ja, das ist was da bei unserem RP eben auch nicht fehlen darf. So, Meeting Points. Meeting Points sind wichtig. So, aber das war es jetzt erstmal von der Mod-Vorstellung. Ich hoffe, wir konnten euch noch ein bisschen mehr zeigen oder noch ein bisschen mehr bieten auf der Version wie auf der letzten Version. Und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß, wenn ihr die Karte ausprobiert, wenn ihr die Karte zockt. Und vergesst nicht die Rückmeldung bitte über Discord. Ja, also, viel Spaß, haut rein, macht's gut, tschüss.